Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messners Training. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Funktionen k-kleinste und k-größte. Wir fangen mit der Funktion k-kleinste an und stellen uns zunächst mal die Frage, was macht diese Funktion überhaupt? Nun, ich kann mit dieser Funktion den kleinsten Wert einer Zahlenliste ermitteln. Ich kann aber auch beispielsweise den zweit- oder drittkleinsten, eben den k-kleinsten Wert ermitteln. Um das zu demonstrieren, habe ich Ihnen hier eine Zahlenliste vorbereitet. Hier stehen irgendwelche Zahlen drin, die müssen noch nicht mal nach Größe hier geordnet sein. Sie sehen, ich habe die 1, die 7, die 9 und die 8 ist wieder kleiner als die 9 und die 5 kleiner als die 8 und so weiter. Und in dieser ungeordneten Zahlenliste möchte ich beispielsweise feststellen, welches die zweitkleinste Zahl ist. Ich habe hierfür die Liste nebendran nochmal in geordneter Reihenfolge dargestellt, sodass ich hier kontrollieren kann, dass die zweitkleinste Zahl tatsächlich hier die 5 ist, die drittkleinste die 7 und so weiter. Ich möchte einfach mein Ergebnis kontrollieren können. Nun, die k-kleinste Zahl geben wir ebenso ein, mit dem Gleichheitszeichen wie immer beginnend. Wir sagen k-kleinste und ich vervollständige jetzt mit der Tab-Taste. Und das Erste, was wir hier einzugeben haben, ist die Matrix, das heißt der Bereich letztendlich, in dem unsere Zahlen stehen. Das ist einfach diese Liste von Zahlen, diese Spalte, wenn man so will. Und per Semikolon kann ich dann angeben, was ich mit K meine. Und ich meine das, was an dieser Stelle in der Zelle B15 steht. Hier möchte ich also die zweitkleinste Zahl aus dieser Liste hier ermittelt haben. Runde Klammer zu, wir sagen Enter und die zweitkleinste Zahl ist dann offensichtlich die 5, was, wie wir hier sehen, korrekt ist. Wir probieren es mit der drittkleinsten Zahl und Sie sehen, das ist die 7 und so weiter. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht die Funktion k-kleinste damit um, wenn in einer solchen Zahlenliste Zahlen mehrfach vorkommen können. Nun, hier habe ich Ihnen mal eine entsprechende Liste vorbereitet und Sie sehen, dass die 7 zum Beispiel hier dreimal vorkommt, die 9 kommt hier zweimal vor und jetzt stellt sich also die Frage, wie geht k-kleinste damit um. Ich habe Ihnen zur Kontrolle auch hier nochmal die Zahlen in aufsteigender Form sortiert, 1, 5, dann die 3, 7er, die 2, 9er und die 11. Und ich habe die Zahlen einfach mal durchnummeriert, sodass ich sozusagen eine Positionsnummer hier bekomme. Wir geben hier also ein k-kleinste, ich vervollständige wieder mit der Tab-Taste. Diesmal suchen wir in dieser Liste nach der dritten Zahl, also nach dem, was hier eingegeben wurde in der Zelle F15. Ich möchte auch hier wieder wissen, was ist die drittkleinste Zahl. Wir sagen Enter und bekommen hier korrekt die 7 heraus, denn die 7 ist die drittkleinste Zahl. Wenn ich jetzt aber die viertkleinste Zahl wissen will, was ist das dann? Ich gebe es mal ein und Sie sehen, die viertkleinste Zahl ist auch die 7 und die fünftkleinste ist auch die 7 und die sechstkleinste ist dann, wie man hier sieht, die 9. Sie sehen, wie sich das verhält. Die Zahl 7 ist sowohl die dritt-, die viert- als auch die fünftkleinste. Das stimmt eventuell mit dem Verständnis von uns normalsterblichen Menschen eventuell nicht überein. Denn wenn ich mir die Zahlenliste hier so ansehe, in dieser Zahlenliste gibt es die Zahlen 1, die Zahl 5, die 7, die 9 und die 11. Und für mich persönlich ist die 1 die erste in dieser Liste, die 5 die zweitkleinste Zahl, die 7 die drittkleinste Zahl, die 9 ist dann aber die viertkleinste Zahl. Und die 11 die fünftkleinste Zahl. So wäre das nach meinem persönlichen Verständnis, aber wie Sie sehen, Excel verhält sich hier anders und das müssen wir zunächst mal so hinnehmen. Wir müssen letztendlich nur wissen, wie sich Excel verhält, wenn wir eben in dieser Zahlenliste mehrfach vorkommende Zahlen haben. Die Funktion k-größte ist dann im Prinzip ganz genauso zu handhaben. Und ich habe Ihnen hier auch wieder eine Zahlenliste vorbereitet. Hier stehen einfach die Zahlen wild durcheinander gewürfelt drin.
Das steht zum Beispiel für irgendwelche Testergebnisse, genauer gesagt für die Punktzahl, die in einem Test erreicht wurde, eben von verschiedenen Personen. Und ich möchte denjenigen an Nummer 4 wissen, an Position 4, also den viertbesten sozusagen. Das heißt, die viertgrößte Zahl hätte ich gerne aus dieser Liste ermittelt. Hier gebe ich dann entsprechend ein, K, größte. Ich vervollständige hier wieder mit der Tab-Taste und wähle diesmal nicht einfach eine Spalte aus, sondern eben einen ganzen Bereich. Das geht natürlich auch. Und ich gebe per Semikolon das K ein und das K, die Zahl 4, die steht eben an dieser Stelle in der Zelle K12. Ich sage runde Klammer zu und wir haben die Zahl 84. Ich habe nebendran zur Kontrolle diese Zahlenliste nochmal absteigend hier sortiert und rechts mit einer Nummer versehen, damit ich auch kontrollieren kann, ob das Ergebnis, was hier rauskommt, mit dem tatsächlichen Ergebnis hier übereinstimmt. Und Sie sehen, in dieser absteigend sortierten Liste ist die 84 tatsächlich an der vierten Stelle. Das ist die viertkleinste Zahl. Auch hier sehen wir wieder das Phänomen, wenn Zahlenwerte doppelt vorkommen. Wir haben hier zum Beispiel die zehntgrößte Zahl, das ist die 72. Die elftgrößte Zahl, das ist aber dann nicht die 69, sondern weil die 72 doppelt vorkommt, steht die sozusagen sowohl auf Platz 10 als auch auf Platz 11. Das heißt, wenn ich hier die 11 eingebe, komme ich wieder zur Zahl 72. Dieses Verhalten dieser beiden Funktionen müssen Sie also in Ihren Anwendungen berücksichtigen. Kommen wir nun zu einem konkreten Anwendungsbeispiel. Hierzu wechsle ich in die entsprechende Tabelle. Ich habe Ihnen hier eine Tabelle für die verschiedenen Bundesländer dargestellt mit deren Fläche in Quadratkilometern, mit der Einwohnerzahl und mit der Dichte sozusagen, mit der Einwohnerzahl pro Quadratkilometer. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie hier zum Beispiel beim Land sehen, Bayern, Bayern oder Berlin, Berlin. Das ist tatsächlich die offizielle, die gesetzliche Bezeichnung dieser Bundesländer. Fragen Sie mich nicht, wer auf so eine verrückte Idee gekommen ist, einfach hier die Namen zu verdoppeln. Das hat aber seinen Grund und Sie können das auch auf Wikipedia zum Beispiel nachlesen. Das sind, wie gesagt, die offiziellen Bezeichnungen. Nun gut, wir kommen zur entsprechenden Aufgabenstellung. Ich gehe mal hier runter. Hier stellt sich jetzt die Frage, welches Bundesland ist flächenmäßig das drittgrößte? Und für die Beantwortung dieser Frage werden wir ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen müssen. Denn wir werden die Funktionen Index und Vergleich benutzen müssen, um letztendlich aus den Angaben den Namen des betreffenden Bundeslandes herauszufischen. Natürlich habe ich für diese Funktionen für Index und Vergleich entsprechende Videos bereitgestellt. Kommen wir also nochmal zur Fragestellung, welches Bundesland ist flächenmäßig das drittgrößte? Und ich werde versuchen, diese Frage zunächst mal in Einzelschritten zu erklären und dann eine Gesamtformel zu bilden. Ich werde die Frage also nicht direkt klären, sondern ich möchte erstmal feststellen, was ist überhaupt die drittgrößte Fläche? Nun, die Flächenangaben stehen ja in dieser Spalte. Und ich kann dann eben mit dem Befehl K-Größte die drittgrößte Fläche hier ermitteln. Genau das mache ich. Ich sage also K-Größte. Und in dieser Spalte möchte ich die drittgrößte Fläche eben ermitteln. Das K ist dann eben die 3. Und wir sehen, das ist diese Zahl. Das steht hier sogar an Position 1. Offenbar handelt es sich in dem Falle um Baden-Württemberg. Im nächsten Schritt will ich feststellen mit dem Vergleichsbefehl, an welcher Stelle, an welcher Position in dieser Spalte diese Zahl hier steht. Das mache ich, wie gesagt, mit der Funktion Vergleich, runde Klammer auf. Ich suche diese Zahl, eben diese drittgrößte Zahl suche ich, wo in dieser Spalte.
Der letzte Parameter, den Vergleichstyp, den habe ich vergessen anzugeben. Ich möchte natürlich mit einer genauen Übereinstimmung suchen. Ich möchte exakt diese Zahl suchen und nicht kleiner oder größer oder irgend sowas. Also sage ich okay und finde jetzt diese Zahl entsprechend an Position 1. Mit dem Indexbefehl kann ich dann aus der Liste der Namen der Bundesländer denjenigen an dieser Findeposition heraussuchen. Das mache ich einfach mit dem Befehl Index. Ich möchte in dieser Liste, in der Spalte, wo die Namen der Bundesländer stehen, denjenigen Namen herausfischen, der hier an dieser gefundenen Position steht. Runde Klammer zu und somit komme ich letztendlich zu Baden-Württemberg. Somit habe ich also über drei Schritte hinweg das Bundesland gefunden mit der drittkleinsten Fläche. Jetzt kann ich das alles hier unten in einer einzelnen Formel zusammenpacken. Wir sagen also, der erste Schritt war, mit K Größte herauszufinden, und zwar in der Spalte der Flächen herauszufinden, was eben die drittgrößte Fläche ist. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, mit dem Vergleichsbefehl in dieser Spalte die Position, die Findeposition herauszubekommen. Also mit dem Vergleich suche ich das, was hier von K Größte zurückgegeben wird. Und ich suche in dieser Spalte, und zwar suche ich mit der genauen Übereinstimmung und finde das dann eben an der Position 1. Und jetzt muss ich nur noch mit dem Indexbefehl dafür sorgen, dass ich aus der Liste der Ländernamen denjenigen an Position 1, eben der Zahl, die mir die Vergleichsfunktion liefert, herausfische. Also mache ich hier weiter mit dem Befehl Index. Ich suche in dieser Spalte, in dieser Matrix, wie man so schön sagt, den Eintrag, der sich an dieser Stelle befindet, der von dieser Vergleichsfunktion herkommt. Ich muss an dieser Stelle noch nicht einmal eine Spaltennummer angeben, denn ich habe ja in dem Fall hier nur eine Spalte, in der ich suche. Ich kann also an dieser Stelle gleich die Klammer zumachen und Sie sehen, dass ich dann hier zum Befehl, zum Namen Baden-Württemberg komme. Die nächste Frage war, welches Bundesland hat die viertgrößte Einwohnerzahl? Und das mache ich jetzt tatsächlich direkt, genau nach demselben Prinzip. Ich frage zunächst mal mit der Funktion K Größte in der Liste der Einwohnerzahlen nach der viertgrößten Einwohnerzahl. Und das ist offensichtlich diese Zahl hier. Anschließend frage ich mit der Vergleichsfunktion, und mein Suchkriterium ist das, was eben die Funktion K-Größte liefert. Ich frage, wo in dieser Spalte der Einwohnerzahlen, an welcher Position, und zwar mit der genauen Übereinstimmung suche ich, an welcher Position finde ich denn dieses? Und ich finde das an der Position 9. Die viertgrößte Einwohnerzahl ist an Position 9. Das werde ich jetzt nicht nachprüfen. Ich werde einfach Excel vertrauen, dass das hier stimmt und werde dann anschließend mit dem Befehl Index aus der Liste meiner Länder, meiner Bundesländer, eben denjenigen an dieser Position, an dieser Findeposition herausfischen. Ich kann die Klammer zumachen, kann sagen Enter und dann bekommen wir eben Niedersachsen. Das ist offenbar das Bundesland mit der viertgrößten Einwohnerzahl. Und zuletzt beantworten wir noch die Frage, welches Bundesland hat die geringste Besiedlungsdichte? Nun, wir könnten zum Beispiel in dem Falle auch mit der Minimumfunktion arbeiten. Wir können aber natürlich auch die Funktion k-kleinste verwenden. Die Minimumfunktion wäre in dem Fall einfacher. Aber da es ja jetzt gerade um das Thema K-Kleinste und K-Größte geht, will ich hier in dem Falle die K-Kleinste-Funktion ansetzen. Ich baue das wieder entsprechend auf. Ich sage hier K-Kleinste und zwar im Bereich hier der Einwohnerzahlen pro Quadratkilometer.
möchte ich die erstkleinste suchen. Also die kleinste. Und die kleinste Einwohnerdichte ist offensichtlich hier bei der 71 erreicht. Das ist also das Land Mecklenburg-Vorpommern. Und ich werde mit dem Vergleichsbefehl dann wieder entsprechend suchen, wo in dieser Liste die Zahl 71 zu finden ist. Also werde ich die Formel hier entsprechend erweitern. Ich sage wieder Vergleich, runde Klammer auf. Ich suche diese Zahl, die mir die k-kleinste gibt, in dieser Liste, in dieser Spalte. Und ich suche natürlich auch wieder mit der genauen Übereinstimmung und bekomme dann heraus, dass diese Zahl an der Position 8 gefunden wurde. Wir zählen mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das stimmt also. Und somit kann ich jetzt wieder mit dem Indexbefehl arbeiten. Kann hier erweitern um den Befehl Index und ich suche jetzt in dieser Spalte, dann Semikolon, das, was an dieser Findeposition eben gefunden wird. Als Parameterzeile habe ich eben hier diese Findeposition. Am Ende mache ich die runde Klammer zu, sage Enter und wir sehen, hier haben wir Mecklenburg-Vorpommern. Und damit sind alle Fragen beantwortet. Wir haben also die Befehle k-kleinste bzw. k-größte mit entsprechenden Suchbefehlen, mit den Index- und Vergleichsfunktionen verknüpft. Wir mussten also ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Aber letztendlich haben wir die Fragestellungen gelöst. Die Formeln habe ich Ihnen hier nochmal konkret notiert. So viel dazu. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues kennengelernt. Und wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder.